Herzlich willkommen zurück zu DSA Blackguards. Ich freue mich heute ganz besonders auf die bevorstehende Session, denn ich habe ein bisschen fremdgezockt und mal ein anderes DSA-Spiel, ein relativ aktuelles, ausprobiert, nämlich die Schicksalsklinge, das HD-Remake dieses Spiels von 1992. Und ich bin froh, jetzt wieder Blackguards spielen zu können, denn das ist ein Spiel, was ich verstehe, wo ich keine Probleme habe, die Spielmechanik zu verstehen oder irgendwelche Menüs oder mich in der Stadt zurechtzufinden oder irgendwas anderes. Also dieser HD-Remake, ich werde den Link natürlich in der Videobeschreibung und dran setzen, ist nicht so ganz gelungen, meiner Meinung nach und auch der Meinung vieler anderer Leute nach. Ja, es ist ein bisschen Nostalgie, weil ich das Originalspiel von damals gespielt habe. Aber jetzt freue ich mich auf Blackguards. Denn hier weiß ich, dass es wirklich ein modernes Spiel mit moderner Spielmechanik, mit moderner Optik und mit einer Umsetzung, die man als Spieler auch versteht. Ja, zumindest ich bin da offenbar ein bisschen zu blöd, auf jeden Fall für dieses andere aktuelle DSA-Spiel. Ich muss gerade überlegen, hier war ich schon. Ist ein bisschen her, dass ich es gespielt habe hier. Wir waren gerade in Drohl. Und genau, wir waren noch nicht in Kadrimstal, die Aufgabe hatten wir noch nicht gemacht. Und auch noch nicht in Belaritas Landsitz. So, jetzt ist die Frage, was mache ich zuerst? Ich glaube, ich versuche zunächst mal zu Baroness. Also Belarita ist die Baroness unseres Zauberers Zoboran. Und die müssen wir da retten. Sie wurden nämlich, glaube ich, gefangen genommen von irgendeinem Rechtswahrer. Also offenbar hat sie sich Feinde gemacht unter den Autoritäten dieses Landes hier. Ich gucke mir jetzt gerade mal so ein bisschen, wie tief das hier runtergeht. In den Süden. Mohrdorf. Wo man das auch überall hinkommt später. Heldenreihen, Lorfas. Also Mengbilla kenne ich natürlich als alter DSA-Spieler. Das ist eine größere Stadt im Süden. Ja, so viel dazu. Okay, wie gesagt, Belaritas Landsitz. Ich bin gespannt. Ich nehme das Mikro ein bisschen her. Ich höre mal, dass ich in den Aufnahmen ein bisschen sehr leise bin irgendwie. Ich versuche jetzt schon etwas lauter zu reden hier. Ich hoffe, die Nachbarn beschweren sich nicht. Kommt her! Oder ihr schöner Nacken wird brechen. Knack, knack. Genau, das ist der Rechtsfall. Wenn wir schnell genug sind, stoppen wir sie, bevor sie Belarita töten. Und wenn nicht? Dann töten wir sie erst recht. Versuche die Baroness zu retten, indem du innerhalb von 5 Runden die zweite Brücke überquerst. Um den Kampf zu gewinnen, reicht es aber auch, Lassas-Schergen zu besiegen. Also, 5 Runden habe ich Zeit, die zweite Brücke zu überqueren. Also die hier, die haben gerade schon die Kisten umgestürzt, damit das etwas schwieriger wird. Ich würde sagen, ich renne mit einem vor und versuche schon mal die zweite Brücke zu überqueren. Und der Rest kämpft erstmal von vorne. So, Jantor beginnt. Genau, er kommt aber auch nicht ganz an die Kiste ran. Er kann die Kiste auch nicht direkt zerschlagen, aber gut. So, ich könnte hier. Nein, ich greife direkt mal an. Jawohl, jetzt kommst du hier. So, der Zwerg kann auch schon ruhig mal nach vorne rennen. Ups, Fernkämpfer. Die stehen ganz gut, nur 4 Runden, um die Baroness zu retten. Die stehen gerade ganz gut für einen Zauber. Genau, ein Zauber ist da. Da würde ich direkt 3 von denen schädigen. Sehr schön, und die Kisten auch weg. So, der Zwerg 95%, ja, sogar mit einem Schlag 95%, jetzt Schaden durch das Feuer, das Blut.
Runden noch. Ja, gut, ich will nicht. Kann ich auch nicht sein, als ich jetzt bin. Und der kommt jetzt wahrscheinlich gar nicht hier durch. Das ist jetzt etwas blöd. Ja, der kann nicht weiterrennen, der muss jetzt erstmal zuschlagen. Mir ganz schwer einen Weg bahnen. Das ist jetzt der Fall. Sehr gut. Zwei Runden noch. Jetzt muss ich aber ganz schnell über die zweite Brücke. Der Magier ist erstmal nochmal dran. Nein, sorry, das war nicht der Magier. Oh Gott, Idiot. Geht's denn mal hier ran? Ich glaube, diese Runde wird nichts. Etwas vercheckt gerade. Obwohl, ich schaffe es noch. Eine Runde noch. Ja, du musst jetzt zwei Blöcke schneiden. Ach, schon wieder ein Fall, verdammt. Prozent. Schlagwahrscheinlichkeit. Habe ich jetzt noch Zeit? Kann ich jetzt noch die Brücke erklären? Nein. Ich habe es verrafft. Ich könnte den Kampf jetzt weitermachen, obwohl sie gestorben ist. Aber das will ich nicht. Ich wiederhole den Kampf. Das bekomme ich noch besser hin. Also da habe ich gerade ein bisschen vercheckt. Ich wiederhole den Kampf und ich muss jetzt wirklich darauf achten, dass ich mir diesen Weg frei bahne. Koste es, was es wolle. Also das ist jetzt wirklich eine Priorität. Wenn wir schnell genug und erste Frage ist, soll ich die Kisten anzünden? Ich glaube, es war eigentlich schon eine ganz gute Idee, weil die ja auch sehr viel Schaden durchbekommen haben. Und wenn ich mich etwas schlauer anstelle, bekomme ich nicht so viel Schaden. So, ich versuche mir einfach wieder vorzurennen. Beim Zwerg mache ich erstmal eine Sinnesschärfeprobe, damit ich die Fallen entdecke. Achso, er hat die gemacht, aber auch mal jetzt entdeckt. Den Magier wirklich schon mal nach vorne, also erstmal normal schießen gleich. Wenn ich zusammenstehe, habe ich dann die magische Attacke. Ich glaube, er verzichtet jetzt erstmal auf die Kiste. Ich überlege. Vier Runden. Er wartet, würde ich sagen. Der Zwerg kann auch schon mal vorrücken. Und er macht wieder den Zauber. Ach, so ist doch der Zauber passiert. Scheiße.
Scheiße. Zwei Runärs schaffen wir nicht. Nee, also das hat schon wieder nicht funktioniert. Ich muss nochmal probieren. Das war wieder blöd gerade. Wie bekomme ich das hin? Kommt. Wenn wir schnell. Muss jetzt wirklich mal ganz genau überlegen. Wie bekomme ich das hin, dass er nicht blockiert wird von diesen blöden Kisten hier? Gut, der Zwerg soll auch erstmal ruhig nach vorne rennen. Wer könnte es jetzt versuchen? Nein, schon wieder nicht. Jetzt ist er wieder zugestellt. Ja, aber zwar. Es ist auf jeden Fall möglich, es muss möglich sein. Ich muss mit dem Magier mehr tun. Der muss direkt von vornherein diese blöden Kisten wegbrennen. Wenn wir schnell genug sind, stoppen! Ich bin auch so weit, wenn ich nach vorne, ah, wie durch die Fahrt, ich bin jetzt nicht. Nein, so einfach nicht.
Viele! Ich versuch's, ob ich schon das dritte oder vierte Mal. Rita. Ich muss es wieder versuchen. Ich muss jetzt wirklich von vornherein alles darauf setzen, über diese Scheißbrücke zu kommen. Aber es ist ja auch nicht so, dass ich es bisher nicht versucht. Das wäre gut, in meiner Situation hätte man vielleicht noch konsequenter nach vorne. Wenn wir schnell. Und es gab halt einen Zauber, der misslungen ist, der eine sehr entscheidende Stelle. Ich hoffe, der Magier fängt wieder an, der ist jetzt entscheidend. Ja, der Magier fängt an, sehr gut. Dicht gedenkt rein nebeneinander. Also wie soll das bitte funktionieren?
Ja, mein tapferer Zwerg ist der letzte Überlebende dieser Schlacht, bis also auf meiner Seite zumindest bisher. Schnell, du musst fliehen. Ich werde zurückkommen. Ich werde auf dich warten. Ja, kommt jetzt. Ja, kommt jetzt. Ist gut. Knapp nochmal den Tod von der Schippe gesprungen. Mann, was für ein Kampf. Ja, nach Mikra müssen wir jetzt offenbar dann... Ich das doch mal. Und? Was jetzt? Weiter nach Süden, über die Grenze. Aber nicht auf der Straße. Dieser Rechtswahrer will uns töten und ich habe keine Lust zu sterben. Guten Tag. Können wir helfen? Ihn brauchen wir lebend. Der Zwerg und der Südländer können sterben. Das war jetzt keine gute Idee, direkt weiterzureisen. Ich bin nämlich so gut wie tot.
Und Astralenergie habe ich auch nicht. Ja, mal gucken. Also, wer ist dran? Jantur kümmert sich mal um den Fernkämpfer, dass er gar nicht erst anfängt zu schießen. Und ich glaube, der Zwerg muss sich jetzt letztlich ganz alleine ausbaden. Ach, da ist noch ein Fernkämpfer. Oh, der Zauber ist auch schon tot. Ja, also das werde ich so jetzt nicht schaffen. Das sehe ich jetzt schon. Ich hoffe einfach, dass es das ein Autosave gegeben hat nach dem letzten Kampf. Ich habe nämlich jetzt nicht gespeichert. Es hat einen gegeben, sehr gut. Dann gehe ich jetzt erstmal nach Drohl und werde mich erstmal heilen, weil ohne Heilung habe ich jetzt gar keine Chance. Das ist klar. Also ich brauche mich gar nicht heilen. Hereine zum. Nein, ich wollte nicht zum Heilerin. Ich kann einfach in ein Gasthaus gehen. Das reicht. Die Zimmer werden. Danke. So, schon viel besser. Jetzt kann ich mich auch auf diesen Kampf einlassen. Gut, dass er nach jedem Kampf ein Autosave macht, sonst wäre ich jetzt echt verloren. Weiter nach Süden, über die Grenze. Aber nicht auf der Straße. Dieser Rechtswahrer will uns töten und ich habe keine Lust zu sterben. Guten Tag. Guten Tag, du Spasti. Guten Tag. Jetzt auf die Schnauze. Können wir helfen? Ihn brauchen wir lebend. Der Zwerg und der Südländer können sterben. So, ihr kleinen... kleinen Rechtswahrer, Hexenverbrenner. Ihr kriegt jetzt mal richtig auf die Schnauze. So. Der hier... da ist schon so einer mit Gift. Verhindere ich mal, dass er mit dem Fernkampf beginnt hier. Und er sollte auch mal direkt mit dem Fernkampf ein bisschen geschwächt werden. Wurf. Oh, vergiftet. Ihr habt was vergiftet. Trefferchance mit Luftschlag. Sehr gut, es hat funktioniert. Oh, mein Janto wird ganz schön fertig gemacht. Von zwei Seiten. Sehr gut. Bei Angriff! Ja, den Zwerg ist verlassen. Der Magier ist vergiftet. Puh, auch der Zwerg ist vergiftet. Ausgewichen. Sein Messer gezogen, jetzt geht er in den Nahkampf. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, denn mit dem Zauber kann ich immer ein Stück weit rennen und ihn dann doch noch beschießen. Das hat funktioniert. So, der Zauberer ist dran. Laskas Kopfgeldjäger, nehme ich an. Sie haben unseren Steckbrief. Nein, der Rechtswahrer will unsere Köpfe. Diese hier wollten dich lebend. Der Anführer hat eine Notiz bei sich. Die Versuche an dem Fund aus Mikram waren ergebnislos. Die Umstände haben sich geändert. Ich kann mich nicht mehr selbst darum kümmern. Gib der Halbelfe eine weitere Dosis und bringt sie zu mir nach Mengbilla L. Lysanders Handschrift. Lysander? Der Kerl mit der Bernsteinbrille?
dessen glatzköpfiger Freund dich gefoltert hat? Wir reisen nach Mikram. Vielleicht finden wir dort die Hinweise, die wir suchen. Du solltest uns bei Zeiten erzählen, was hier los ist, Großling. Ja, wir wissen es selbst leider nicht, Norin. Ach ja, ganz vergessen. Ich habe ja noch ein bisschen Equipment auch eingesammelt bei den letzten beiden Kämpfen jetzt. Das müsste ich natürlich den Charakteren auch mal geben. So, dann schaue ich jetzt mal, wer mit was ausgerüstet werden kann. Ich habe natürlich auch einiges an Abenteuerpunkten, die nicht ausgegeben wurden. Aber eins am anderen. Also Jagdpfeile, also das sind Jagdbolzen. Ja, die bekommt er. Alle. So, was haben wir noch? Jagdpfeile haben wir bisher niemanden, der die verwenden kann. Wir hatten noch einen gewöhnlichen Gürtel. Er hat noch einen schäbigen. Dann bekommt er jetzt mal einen gewöhnlichen. So, diese Gifte verkaufe ich, die benutze ich gar nicht. Okay, das ist eine Metallhandschuhe, Gladiatorenhandschuhe. Also, hier schwacher Heiltrank für den Zauberer und ein schwacher Zaubertrank, damit sind wir mit beidem ausgerüstet. Hat noch irgendwer keinen Gürtel? Nein, die haben beide einen gewöhnlichen. Dann kann ich den schäbigen ja verkaufen gleich. So, Naurum hat bereits Handschuhe, mein Hauptcharakter auch. Er hat Gladiatorenhandschuhe und Naurum hat Garmaison-Handschuhe. Dann muss man eben sehen, wie die jetzt im Vergleich sind. Gewöhnlicher Schaden 60%, 60%. Rüstungsschutz plus 1, Behinderung minus 1. Ist eigentlich genau gleich. Werde ich hier wohl. Ja, ich behalte die mal, vielleicht bekommen wir ja noch einen Charakter, der sie dann nutzen kann. Den schäbigen Gürtel, ja, den könnte ich vielleicht auch noch bei einem anderen Charakter nutzen dann. Was darf sein? Also. Die Gifte kann ich verkaufen. Ja, das war's. Das war die Frage. Raya zum Gruß, schöne Dame. Bemüht euch nicht. Mit Männern bin ich fertig. Vorerst. Auch nicht ganz in der Altersklasse. Was ist mit ihr? Sie wirkt, als wäre ihr Lebensfunke eingefroren. Sie heißt Salva. Niemand weiß, was mit ihr geschehen ist. Sie verschwand eines Tages. Einige sagen, sie sei nachts einem Mann in schwarzer Robe gefolgt. Aber die Leute sehen viel in der Dunkelheit. Eines Morgens fand man sie hier am Brunnen sitzen. Dieses sonderbare Loch in der Stirn. Seitdem hat sie kein Wort gesprochen. Sie isst, wenn man ihr befiehlt zu essen. Und schläft, wenn man sie schlafen schickt. Doch es scheint, als hätte sie jeglichen eigenen Willen verloren. Gibt es Hoffnung für sie? Solange die Götter in Alveran wachen, gibt es immer Hoffnung. Aber noch haben wir keine Heilung gefunden. Das Mädchen hat noch eine Schwester. Niam, glaube ich. Aber ich habe sie hier lange nicht gesehen. Frag den Heiler Yolden, wenn ihr helfen wollt. Er kennt Niam besser als ich. Niemand weiß etwas über diese Krankheit? Nur so viel. Die Halbelfe ist nicht das einzige Opfer. Im Hersinde-Tempel von Mengbila werden weitere Fälle untersucht. Alle mit denselben Anzeichen. Mengbila? Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen den Opfern? Interessante Frage. Sie sind alle in gutem Alter, zwischen 15 und 30 Jahren. Und sie sollen alle gute Menschen gewesen sein, bevor der Fluch sie ereilte. Gute Menschen? Hatten ein gutes Herz. Alle sehr beliebt. Treue Diener ihrer Götter. Es scheint, dass dieser Fluch stets die Besten trifft. Ihr seid nicht von hier. Hesinde sei Dank. Ich bin Telemache. Forscherin aus Mengbila. Was macht ihr dann in diesem Sumpfloch? Forschen. Ich untersuche einen alten Hesinde-Schrein im Dendrim-Wald. Was ist an dem Schrein so besonders? Sagt euch der Eulig-Bund etwas? Diese amüsante Frauensekte?
Die Euliken waren nicht nur Frauen, aber sie haben die männlichen Götter aus ihrem Pantheon verbannt. Warum? Weil sie in ihnen die Ursache für das Chaos sahen. Ein visionärer Gedanke, wenn ihr mich fragt. Die Euliken haben sie sich übrigens für das Spiel ausgedacht. Die gibt es im offiziellen DSA-Universum nicht. Und ja, ihre Ideologie passt da eigentlich auch nicht so ganz rein. Dass sie so die männlichen Götter verbannen, weil sie darin das Chaos sehen. Also das, ja, das Chaos ist eher im Bereich der Dämonen zuzuordnen in Aventurien. Können wir euch bei euren Forschungen unterstützen? Ihr wollt mir helfen, das Rätsel der Euliken zu lösen? Unbedingt. Ich würde euch reich belohnen. Der Eulikbund hat hier im Süden für jede der 6 Göttinnen einen Schrein errichtet. Findet alle 6 Schreine. Sobald ihr sie gefunden habt, kommt zu mir nach Benivilla. Wir möchten etwas lernen. Mal sehen, was wir von ihr lernen können. Das sind dann wahrscheinlich Talente. Okay, nichts, was er noch nicht kann. Auch nichts, was er noch nicht kann. Doch, Sinneschärfe könnte er mal lernen. Na gut, das soll er mal ruhig lernen. Dann kann er es ab jetzt steigern. Ist aber jetzt erstmal nicht wichtig, denn das hat ja der Naum sowieso höher. Heilkunde könnten sie auch lernen hier. Ja, können sie gerne, von mir aus gerne mal einfach lernen. Dann kann man das auch steigern. Zauber vielleicht? Ah ja, Zauber. Vermittelt sie auch. Also er kann den Hexenspeichel zum Beispiel lernen, dieser Halsspruch der Hexen. Aber das bringt ja nicht so viel. Also da würde ich lieber jetzt den Balsam noch weiter steigern. Könnte Clarum Purum lernen, das ist ein Zauber, der Gifte heilt, aber wenn der Balsam hoch genug ist, heilt er, glaube ich, irgendwann auch Gifte. Ich guck gerade mal. Auf Stufe 4, der höchsten Stufe überhaupt, ist es so... Nee, da steht nichts davon, dass Gift geheilt wird. Ach nee, Wunden werden irgendwann geheilt. Gift nicht. Ja, lohnt sich das? Ich meine, ich ignoriere das Gift ehrlich gesagt meistens, weil der Kampf dann doch relativ schnell auch oft vorbei ist und das Gift dann keine Wirkung mehr hat. Der Hexenspeichel ist ein etwas verbesserter Heilspruch, aber letztlich gehe ich da lieber mit dem Klassiker Balsam vor, weil der ja schon hoch gesteigert wurde. Kann er sonst irgendwas hier lernen? Sieht nicht so aus. Also den klaren Punkt sollte er mal lernen. 20 AP kann man dafür mal ausgeben. Von mir aus kann auch den Hexenspeicher mal lernen, zumindest auf der untersten Stufe. Da hat er ihn zumindest. Aber ich würde den Rest jetzt mal für Balsam ausgeben und für Igisfero Feuerball. Okay, das war's auch schon wieder. 30 AP hätte er jetzt noch. Okay, davon kann er von mir aus jetzt noch den klaren Purum ein bisschen auf 3 zumindest erhöhen. Dann kann er ihn rudimentär. Und dann kann er jetzt auch nochmal hier gucken, kann er noch was nennen. Dann ist er auch schon wieder. Ist die AP auch schon wieder ausgegeben. Der Naurim sollte mal noch die Körperkraft erhöhen. 15 und kann er Sonderfertigkeit, kann er von ihr wahrscheinlich jetzt nicht lernen. Nee. Tierkunde sollte er mal lernen, generell. Und ansonsten ja, steigere ich jetzt doch nochmal Hiebwaffen um 1. Da soll ich mal ein bisschen aggressiver vorgehen. Und mein Hauptcharakter, Jantur. Frag den. Wir möchten. Soll auch nochmal ein bisschen was ausgeben an AP. Nein, Jantur. Nützt. Er nutzt jetzt ein 2er, ist das richtig? Er nutzt ein 2er Schwert, ja. Frag. Wir möchten.
auch ruhig mal voll aggressiv. Ja, und er muss dringend Sonderfertigkeiten lernen. Genau, das war das. Aber das können wir nicht von ihr lernen. Und jetzt müssen wir mit dem Heiler noch sprechen, beziehungsweise ich würde natürlich auch ganz gerne mal noch irgendwie schlafen, aber hier gibt's keine Herberge. Der Zwerg braucht Sonnenlicht und der Südländer mehr Bewegung. Was kann ich sonst für euch tun? Sonnenlicht? Wir suchen Niam. Niam? Was wollt ihr von der? Wir sind alte Freunde. Niam hat viele alte Freunde. Den wenigsten davon würde ich verraten, wo sie ist. Vor wem versteckt sie sich? Ihre Feinde suchen sie wegen angeblicher Wilderei. Ihre Freunde, weil sie ihnen Geld schuldet. Zu welcher Partei gehört ihr? Wir wollen herausfinden, was mit ihrer Schwester passiert ist. Ah, das wird Niam freuen. Meistens treibt sie sich irgendwo im Dendrim-Forst herum. Hoffentlich ist sie bei Sinnen. Sollte sich lieber wieder um ihre Schwester kümmern. Was glaubt ihr, ist mit diesem Mädchen geschehen? Salva. Ein Jammer. Das Juwel unseres Dorfes. Immer fröhlich. Ganz anders als ihre verdorbene Schwester. Wenn ihr mich fragt, es steckt schwarze Magie dahinter. Was schaut ihr mich an? Wem schuldet sie Geld? Dem Schmied, dem Büttel, jedem anderen in Mikram, zwei Zwergen in Drohlsasch und vermutlich noch mehr Leuten in Drohl. Wozu braucht eine Jägerin so viel Geld? Sie hat hohe Ansprüche. Wir finden Niam also im Dendrim-Forst. Ja, aber gebt Acht. Es sollen sich einige Rotpelze dort herumtreiben. Und Schlimmeres. Rotpelze waren... Die Götter mit euch. Cool. Nein, wie heißen sie? Goblins, genau. Und Schwarzpelze sind Orks. Ich müsste mich jetzt erstmal nochmal heilen. Deswegen gehe ich nochmal eben nach Drohl. Also nicht heilen, sondern übernachten, um wieder zu generieren, die Astralpunkte und... Wie kann ich die Zimmer werden? Die Lebenspunkte. Danke. Und dann geht's auch schon in den Dendrim-Forest. Dendrim-Wald. Wieder so eine Minikarte. Hier der erste Schrein. Und da sind auch schon die Goblins. Ja. Alle gleich. Kein Schamane dabei. Ich gehe direkt zum Fernkämpfer, damit er einen Nahkampf bezahlen wird. Ich kann sowieso in der ersten Runde niemanden anfangen. Dafür reicht meine Bewegung nicht aus. Er rennt durchs Feuer. Hier mit dem Speer. Ah, Mist! So leicht zu treffen. Selbst in dem Schlag 95%, ohne dass sie irgendwelchen Schaden bisher bekommen haben. Aber sie teilen auch ganz gut aus, dafür, dass es keine Goblins sind. Goblins sind im Originalvorbild dieses Rollenspiels schon eher so ein bisschen das Kanonenfutter. Keine so einen starken Gegner. Eher so etwas, woran man sein Schwert mal ein bisschen schärfen kann. Und das scheint hier auch nicht ganz anders zu sein. Also stark sind sie jetzt nicht. Vielleicht zu den
letzten Kämpfen mit der Baroness. Das wäre schon etwas. Bei Angriff! Sindeschall, die Göttin der Weisheit. Mit der sie bei euch viel zu knauserig war. Sie hat ein Wort auf ihrer Stirn. Wo? Auf ihrer Stirn! Nein, das Wort heißt wo. Kann denn hier niemand lesen? Wo? Was soll uns das sagen? Ja, so etwas wie hier Sinde, die Göttin der Weisheit, wird im Originalvorbild nicht unbedingt vorkommen, denn das weiß da einfach jeder, dass hier Sinde die Göttin der Weisheit und der Magie ist. Ah, mein Land hat eine Wunde davon getragen, sehe ich gerade erst. Gut, ich heile jetzt, also ich raste, ohne zu heilen, und versuche mal den Rest so zu schaffen, auch ohne die Wunde zu heilen. Jetzt muss ich zurück in die Stadt und den Heiler bezahlen. Mir gefallen eure Stiefel. Und wieder Goblins. Weil du keine hast. Das Gefühl nennt sich Leid. Okay, der Kampf. Genau, den habe ich bisher noch gar nicht auf. Da steht immer, was so passiert. Regeltechnisch im Hintergrund. Was also der Computer berechnet und was sozusagen am Spieltisch passieren würde jeweils, aber ohne allerdings, wie man hier sieht, die Würfel zu zeigen, also was wirklich gewürfelt worden wäre. Ups. Das war etwas anders bei Baldur's Gate zum Beispiel, ein Rollenspiel aus der Welt von Dungeons and Dragons, wo tatsächlich im Kampflog immer alles genau stand, wie was gewürfelt worden wäre. Und da wurden, glaube ich, sogar die Originalregeln des Vorbilds verwendet, wobei ich die nicht kenne, also auch nicht genau sagen kann, ob es wirklich so ist. Hier werden ja vereinfachte Regeln von DSA benutzt. So, ich möchte hier keine Fernkämpfe haben. Achso, oh, jetzt bin ich. Das fand ich gerade total dumm. Das war mein Magier, ich dachte, das wäre der andere. Jantor. Das ist jetzt Jantor. Ich wollte mit Jantor ihn in den Nahkampf zwingen und nicht mit dem Magier da abhauen. Aber so wie es jetzt gerade ist, ist auch okay. Der Zwerg steht ja ganz gut so in der Mitte. Hier kann er nicht sehen, welcher Treffer wahrscheinlich gerade angreifen würde. Oh, ich habe ihn geschafft. Aber gut, der wird ja gleich wieder aufstehen. Und die Antwort kann das natürlich auch zu Ende bringen. Das war ein Lucky Shot. Beide verwundet, sowohl der Zwerg
als auch Jantor. Und Jantor ist auch fast. Also ganz so harmlos sind diese. Kennt uns auch nicht. Ich würde sagen, nach diesem Kampf geht doch mal in die Stadt und heile die. Kann sich auch direkt die Knochenkeule verkaufen. Also Drohl. Hereine zum Gruß. Das haben wir. Wie kann ich so... Die Zimmer wird... Danke. Ich würde auch sagen, ich nehme ja schon eine ganze Weile auf. Dann machen wir jetzt hier mal den Cut. Und dann geht's nahtlos weiter im nächsten Spiel wieder beim Dendrimwald. Also, ich speichere hier auf unseren Let's Play Speicherpunkt. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet beim nächsten Mal bei Let's Play Blackguards. Genau, so heißt das Spiel. Bis dann.